Herzlich willkommen in der Sportbörse in Aalen, eurem Sport 2000 Ski-Exporthändler auf der Ostalb. Heute geht es um das Thema Race. Kommt mit rein. Mein Name ist Bobby Grapp. Ich stehe hier in meinem Lebenswerk, was ich vor 40 Jahren begonnen habe. Mein Herzblut zum Skisport hat mir damals diese Idee gebracht, den eigenen Laden zu machen, zu gründen. Und jeden Tag aufs Neue habe ich Spaß, mit meinen Kunden hier in meinem Geschäft zu stehen und meinen Traum zu leben. Als Skiexperte der Sport 2000 sind die großen Skitestveranstaltungen für mich eine Pflichtveranstaltung. Nur hier habe ich die Möglichkeit, unter gleichbleibenden Bedingungen die Produkte zu testen und zu bewerten. Hey Markus, servus. Hi, schön, Bobby. Dich zu sehen. Hi. Grüß dich, wie geht's? Super. Was macht die Rennkarriere? Ja, läuft. Läuft? Was machen die Punkterennen? Alles gut im Start? Tipptopp. Funktioniert aber. Super. Jetzt suche ich doch mal einen normaleren Ski. Du, was soll denn der Ski können, den du gerade möchtest? Ja, du, mich erstmal sicher die Piste runterbringen und ich möchte damit auch gut was demonstrieren können. Ah, okay, also nicht mehr ganz so steif und schwer wie das, was du hast. Ganz genau. Gibt es zwei relativ große Unterschiede. Ich zeige dir es mal am besten an dem Beispiel von dem Völkl. Ja. Und dann können wir das auf die anderen Firmen einfach multiplizieren. Der Unterschied, Marco, ist grundsätzlich immer im Aufbau vom Ski zum Suchen. Du hast, wie du es vom Rennski gewöhnt bist, einen Holzfiberglaskern mit einem doppelten Titanalgurt. Ja. Und hast hier aber eine relativ normale Platte drauf. Ne? Die Platte hat den Vorteil, du kannst die Bindung sauber einstellen. Und von der Kraftübertragung ist es trotzdem noch sehr, sehr ausreichend. Parallel dazu, ich gebe dir den mal in die Hand. Danke. Parallel dazu könnten wir im Gegenzug auf eine andere Platte gehen. Die kennst du vom Rennlauf, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das ist die Äußerst Pension. Genau. Ja. Ich suche eher sowas. Okay, du musst dir nur in einem klaren sein. Die Kraftübertragung, wo du gewohnt bist, diese Rückmeldung, der Rebound, ist hier weniger. Vorteil dadurch natürlich für dich, als sehr guter Techniker, dass du den Ski auch im mittleren Tempobereich sauber um die Kurve bekommst, früh den Radius triffst. Die Rückmeldung ist aber echt ein Unterschied von der Qualität. Das ist hier direkter, okay? Das musst du wissen, weil die Platte natürlich und die andere Seitenwange dir eine andere Stabilität geben, auch Grip. Und da musst du dir schon überlegen, dass sie nicht zu tief rutscht. Also da können wir auch später noch mal ein bisschen fachsimmeln. Aber denk dran, etwas kommoder, easier. Wenn du aber als Rennläufer dein Tempo fährst, wo du normal gewohnt bist, auf der normalen Piste fährst und sagst, jetzt gebe ich dem Ski die Sporen und du kannst es, hast du hier definitiv bei einem ganz kommoden Pistenradius mehr Race-Feeling. Hm. Und das hängt nämlich mit was anderem noch zusätzlich zusammen. Und dann können wir, oder kannst du dir natürlich überlegen, in welche Richtung gehe ich. Ich hole mal kurz was. So, Marco, schau mal, was ich dir noch mitgebracht habe. Das sind zwei Bindungen, Marco-Vorderbacken, die kennst du vom Rennlauf auch. Ja, du auch genau, immer drauf. Benutze ich immer. Genau. Und da ist eben so, dass auf diesen Versionen grundsätzlich etwas simpleres System drauf ist auf Kunststoff. Und ich habe einfach Angst, ob das bei dir als so guter Skifahrer auch die Kraftübertragung bietet, die du möchtest. Im Gegenzug hier bei der verschraubten Version habe ich die gleichen Bindungen, die vom Rennlauf kennst, also mit Metall. Sieht alles gleich aus, aber ist halt nicht gleich. Und ich glaube einfach, da machen wir uns noch mal ein bisschen Gedanken, tun ein bisschen fachsimpeln, ob du sagst, na wirklich, das ist der mittlere Tempobereich, bei einem, wir reden ja eh von einem High-End-Ski, das weißt du selber. Ja. Ne? Wir reden von High-End-Race-Ski. Aber trotzdem ist Race und Race nicht das Gleiche. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das der bessere Ski ist. Nur deine Fahrtechnik, die du hast, früh in den hohen Kantwinkel, das Becken mit reinnehmen, die Technik hat hier mehr Rückmeldung wie hier, Marco. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal auf einen anderen Ski. Marco, du weißt, Rennlauf ist nicht mein Thema, nicht mehr. Ich bin aber jemand, der natürlich auch das Tempo liebt, die Fliehkräfte liebt und die Technik liebt. Ich selber habe mich komplett in diesen Ski verschossen und oder diese Idee verschossen. Und zwar, hier habe ich einen etwas größeren Rocker im Ski, wie bei dem Riesenslalomgerät. Okay. Habe aber den gleichen Aufbau, einen ähnlichen Radius, habe aber dadurch einen flexibleren Skikörper. Was hat der für einen Radius denn? Du liegst hier ungefähr bei 20 Meter, bei 1,80 und hier drüben bei 17. Ja, okay. Also Radius ist schon ein bisschen größer. Mhm, okay. Aber das Tolle ist, aufgrund der Konstruktion vom Ski hast du natürlich den Vorteil, dass du den Ski auch schöner andriften kannst. Und gerade weil du sagst, Lehrtätigkeit, da kannst du nicht mit 180 Kilometer den Hang runter bolzen, da brauchst du was Flexibles. Und das möchte ich dir auch nochmal nahelegen, in diese Idee zu gehen, Flexibilität in den Radien, das Andriften schöner hinzubekommen, dass ich einfach an einem ganzen Tag im Schnee besser angezogen bin. Du siehst auch hier wieder,
von der Platte. Das ist der gleiche Ski, Marco, anderes Design, ist recht witzig gemacht. Ist auch wieder die Platte drauf, die eben mit der einfachen Bindung kombiniert ist. Also mit diesen Kunststoffrillen, wo die Bindung sitzt. Nicht verschraubt. Nicht verschraubt, genau. Extrem easy zum Fahren als hochsportlicher Ski für dich. Ich muss immer wieder betonen, es ist natürlich nicht für den normalen Skifahrer easy, für dich ist es easy, okay? Weil du ganz andere Ski gewohnt bist. Ja. Entscheide bitte für dich, und da machst du dir wirklich Gedanken drüber, gehe ich auf die Master-Serie, und das betrifft auch Head. Bei Head genau gleich, Master-Serie und die normale Serie. Immer der gleiche Skikörper, unterschiedliches Setup. Und da musst du dir überlegen, gehe ich dann Tuck weiter hoch oder nicht? So, Marco, wie angekündigt, machen wir mit den Schuhe weiter. Gerne. Du hast ja hier einen saumäßig hochwertigen Schuh aus dem Rennlauf raus. Helf mir ganz kurz, was hast denn du denn für einen Flex bei dem? Ja, also 130 steht drauf, 150 sind es tatsächlich. Okay, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass du den Ski sportiv haben möchtest, aber ein bisschen mehr Lehrtätigkeit machst und nicht reiner Rennlauf. Genau. Vielleicht zum Erklären ganz kurz. Einmal der hohe Flex, den du hast, aber auch die Beschaffenheit deines Schuhs ist ja gemacht auf kurze, aktive Sequenzen, die unheimlich hohes Tempo verlangen. Der Schuh ist dadurch sehr direkt. Aber in diesem mittleren Tempobereich wird es natürlich wahnsinnig schwer für dich, beinorientiert zu fahren. Und du weißt, auch im Lehrwesen, beinorientiert ist das A und O, dass ich einfach früh, sag mal, unten raus arbeiten kann. Und da sind gerade diese Schuhe natürlich nicht der Hit. Nee, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Also ich bräuchte vielleicht ein bisschen was Weicheres mit niedrigerem Flex. Okay, was mir auch noch ein Thema ist, du hast ja in diesen Rennschalen auch einen saumäßig dünnen Innenschuh. Hast du auch temperaturmäßig ab und zu mal so kalte Füßlein? Ja, definitiv. So. Definitiv, das spürt man. Das spürt man, gell? Jetzt haben wir nämlich genau den Punkt, wenn du sagst, so Richtung Lehrtätigkeit, wo du mal einen ganzen Tag unterwegs bist im Schuh, sind die Dinger an sich nicht unbedingt dafür gebaut, das weißt du. Nein, ist nicht so komfortabel. Da wollte ich dich dann auch fragen, mein Komfort würde ja auch eine G-Funktion steigern. Wäre das auch möglich bei mir? Auf jeden Fall. Ich fange einfach mal mit einem Schuh an. Ich persönlich würde sogar bei deiner sportiven Fahrweise bei einem 130er Flex bleiben. Ah, cool. Aber bei einem 130er Flex aus diesem sportiven, normalen Bereich, nicht aus dem reinen Rennlauf raus. Ja. Da dir Technika bis heute hervorragend passt, lass mal geschwind gucken. Das ist ein 27er halber. Hm. Dann können wir gleich bei den Schuhen bleiben, weil wenn man Technika hat, fährt man Technika weiter, sage ich immer so schön. Auf jeden Fall. Never Klar. change ja. a running system. Und der hat einen 93er Leisten als Rennschuh. Ja. Das heißt, wir schauen einfach mal, dass wir im Leisten automatisch ein bisschen breiter werden, um den Komfort, um den Innenschuh dicker zu machen. Aber diese sportlichen Akzente, dass du einen Schuh hast, wo auch bei der Rings-Rechts-Bewegung funktioniert, ja, wenn wir das nicht haben, dann macht dir keine Kurve Spaß, okay? Okay. So, ich habe dir gerade gesagt, wir bleiben beim Orange. Oh ja. Aber es ist ein ganz anderer Schuh und ich glaube, du weißt es, Flexwerte, die draufstehen und Flexwerte, die ein Schuh hat, ist ein Riesenunterschied. Wir reden jetzt hier von einem race-sportlichen Schuh, aber nicht von einem Rennschuh, wie du ihn hast, okay? Mhm. Als allererstes fällt dir vielleicht schon mal diese Orangenhaut auf, die der Schuh hat, an so verschiedenen Stellen, dieses Gepünktelte. Ja. Hat den Vorteil, an der Stellen oder an diesen Stellen können wir den Schuh nachher deutlich besser an deinen Fuß anpassen. Also ein bisschen weitermachen Super. Und so weiter. Entscheidend ist mir aber, dass der Schuh von seiner gesamten Konstruktion einmal die Kraft, die PS auf die Straße bringst, die du möchtest. Und ich rede jetzt nicht vom Rennlauf, sondern einfach von diesem hochsportlich coolen, lässigen Skifahrer, der beinorientiert fahren möchte, der hier eine Beweglichkeit hat. Darf ich mal? Ja, bitte. Kannst du gleich mal den Innenschuh auch rausmachen, wenn du möchtest. Dann schauen wir uns den gleich mal an. Weil da kommen die ganz, ganz großen Unterschiede nachher. Solltest du wieder schaffen? Jawohl. Ja. Oh, der Spoiler fällt noch ab. So, super. Ja, sieht schon anders aus, ohne Schnur. Ja, genau. Und jetzt haben wir schon den Punkt. Also einmal hast du gemerkt beim Rausnehmen, du hast ein viel leichteres Ein- und Aussteigen bei diesem Serien-Race-Schuh wie gegenüber einem Rennschuh. Ich verliere nicht zu viel Performance, weil das Cockpit unten, die Schale, ist super, super stabil. Lässt sich gegenüber deinem Schuh mega gut anpassen. Und jetzt kommt das Wichtigste, deine Wärme. Ja. Stabiler Innenschuh. Sehr gut. Ne? Also das, da gleich einfach alles machbar. Du kennst es, bei deinem ist geschnürt. Ja, genau. Ist hier nicht geschnürt. Das heißt auch wieder mehr schnelleres An- und Ausziehen, mehr Komfort. Und du hast innen einfach von der Polsterung her mega viel Polster.
und dadurch einfach einen warmen Schuh mit einer hohen Isolation. Und auch anpassbar, so wie ich sehe. Jawohl, oder? Hast du genau richtig erkannt. Sehr gut. Das, was dein Schuh nicht hat, hat der. Mhm. Und zwar können wir hier in dieser sportiven Serie die obere Schicht abtragen. Mhm. Wir können es einmal an dem, da wo du was brauchst, ein bisschen dehnen, also rausdrücken, wenn es warm ist, und können es oben wieder abschleifen. Dadurch hast du keinen Druck nach innen, sondern wir haben einfach nur an der Stelle den Druck reduziert. Ja. In dem Augenblick, wo du in der Lehrtätigkeit bist, wirst du diese Sachen alle schätzen lernen, vor allem was die Schale betrifft. Da zeige ich dir noch mal ganz kurz was. Bitte. Und zwar, wenn du deine Sohle nimmst, ist deine Sohle unten super dünn. Ja, ja, ja. Die Sohle hier, siehst du, ist wesentlich dicker. Und es haben da zwei Vorteile. Einmal ist die leichter auswechselbar, wenn du sie runtergelaufen hast, weil du bist ja hier Rennlauf, runterfahren, Schuh wird ausgezogen. Hier bin ich den ganzen Tag unterwegs. Und du hast durch diese Gripwalk-Fähigkeit, das ist praktisch diese Sohle, die hier einfach eine bessere Gehfunktion ermöglicht, hast du ein viel schöneres Abrollen vom Fuß und einfach nicht so rutschig. Mhm, okay. Das Tolle ist, dass wir die Sohlen tauschen können für dich. Und wenn du jetzt das Gefühl hast vom Fahren, Mensch, die andere Höhe, das ist doch ein bisschen anders, oder diese Kraftübertragung, klar, die wird ein Tuck weniger, also Komfort, kann man die Sohlen sofort tauschen. Super. Aber ich habe den breiteren Anwendungsbereich für dich, okay? Also Schulung, ganzen Tag Schuhe anhaben, einfach easy going, mehr Komfort. Wie es bei Technika so üblich ist, alles was sportiv ist im Race-Bereich ist orange. Und die haben den Schuh einmal leichter gemacht. Halt ihn mal ganz kurz, bitte. Oh ja, das ist wirklich Unterschied zu dem, was ich dir vorhin hingestellt habe. Und das ist die G-Funktion hier. Genau, das ist die G-Funktion. Okay. Sieht stabil aus. Und nimmt an sich von der Sportlichkeit sehr, sehr wenig weg. Und das Tolle ist, einmal von der G-Funktion, du kannst als sportiver Skifahrer, Freerider, den Schuh natürlich klasse zum Freeriden nehmen. Ja. Und hast oben eine relativ große Schaftrotation. Es ist kein Turnschuh. Aber es ist ein Schuh, mit dem man auch aufsteigen kann. Und es ist ein Schuh, mit dem man sich auch im Gelände, wenn man mal hiked, berghochläuft, perfekt bewegen kann. Hm. Schaftrotation, du weißt, was ich meine. Das ist einfach oben die Bewegung im Schaft. Ja. Gut. Ja. Wie ich sehe, hat er aber die Tech-Inserts. Also könnte ich ihn auch für eine Tourenbindung nehmen. Und da kann ich dann die Gripwalk-Sohle dann aufmontieren. Das kommt genau der Punkt. Du hast es vollkommen richtig erkannt. Du hast also einmal dieses Pin-System vorne drin. Die ja genormt sind. Das heißt, du kannst jede Pinbindung auf dem Freeride-Ski fahren, kannst aber mit jedem Alpin-Ski fahren und kannst die Platten, die hier unten drauf sind, das sind jetzt die normalen Platten, wieder tauschen mit den Platten, die ich dir gerade gezeigt habe. Das ist alles der gleiche Lochkreis. Jetzt hast du hier eine Standard-Alpin-Platte drauf und hier eine Gripwalk. Ja, wunderbar. Und in dem Augenblick, wo ich, sag mal, ans Hiken gehe, berghochlaufen gehe, natürlich immer mit der Gripwalk-Platte. Ne? Super. Beide Schuhe haben die gleiche Leistenbreite und das gleich stabile Cockpit. Also sprechen Sie an sich den gleichen Skifahrer an. Es geht ein Tuck Kraftübertragung verloren bei diesem Walk-Mode. Aber ist das jetzt so wichtig? Du hast doch deinen reinen Rennschuh auch noch. Richtig, es geht ja mehr um Komfort dann. Also, da finde ich natürlich das toll. Und durch die Kraftübertragung rechts, links und vor, zurück habe ich immer noch einen Schuh, mit dem ich mein sportliche PS auf die Straße bringe. Und darum geht es ja. Ja, genau. Ja? So was suche ich. Genau. Und wir dürfen eins nicht ganz vergessen, Marco. Wir haben oben über High-End-Ski gesprochen. Oh, in der wirklich sportiven Ausrichtung. Und ich habe dir gesagt, dass die Skier auch druckvoll gefahren werden müssen. Und wenn der Schuh unendlich nachgibt, wie willst du bei der Schwungeinleitung den Druck auf die Schaufel bringen? Es geht ja gar nicht. Richtig. Ne? Dann fahre ich dem Ski irgendwann hinterher und bringt uns auch nicht arg viel. Nee. Wenn wir den Innenschuh geschwind rausmachen, möchte ich dir den auch zeigen. Das ist nämlich der ziemlich genau gleiche, den du gerade eben gesehen hast. Und hier siehst du auch im Innenschuh wieder genau das Material, was du gerade gesehen hast. Tipptopp. Zunge, längenverstellbar. Jawohl. Super leichter Innenschuh. Ja. Oh, trotzdem Spoiler. So leicht. Genau. Nicht schlecht. Und hier hätte ich jetzt diesen optimalen Kompromiss. Ich habe einen hochsportlichen Skistiefel, also race-orientierten Schuh, mit dem ich aber alles machen kann. Und deine Lehrtätigkeit, wo du angesprochen hast, natürlich perfekt abdeckt. Ne? Mit einem Walk-Mode, du kannst mal Leute hinterherlaufen, du kannst irgendwas machen. Und trotzdem hast du den 130er Flex, wir sind bei 130, bei einem 98er Leisten. Was entscheidend ist, brauche ich dir als guten Skifahrer nicht sagen, die Sohle, der Aufbau vom Fußbett ist Pflicht. So Marco, das sind die Sohlen, ich habe sie gerade mal hinten geholt. Okay. Und da müssen wir jetzt mal zusammen schauen, wie dein Fußbett aussieht. Ja. Das sind jetzt Sohlen, die sind sehr stark vorgefertigt, sind aber hervorragend von der Passform her
Und wenn wir da nichts finden, dann können wir immer noch eine komplett selber formen. Stell dich mal gerade geschwind hier drauf. So, und jetzt sieht man schon wieder, dass dein Fußbett hier deutlich anders steht. Ne? Also die Unterstützung ist jetzt schon wirksam. Die ist aber natürlich besser in einem Innenschuh, wenn das komplett alles gehalten wird. Okay. Wenn du möchtest, mit so einer Sohle können wir sehr simpel diesen Schuh bereits perfekt aufbauen. Okay. Einverstanden so? Probieren wir mal. Also, super. Jetzt habe ich halt noch eine Frage. Können wir bei meinem Rennstiefel vielleicht auch noch was machen? Da hätte ich noch ein Überbein, das tut ein bisschen weh. Oh, oh. Zeig doch mal ganz kurz. Oh ja. Oh, wo hast du denn die Stelle? Dem haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hier innen, da schmerzt er. Hier, an der Seite vorne. Ja, ungefähr, ah, genau. Großzeh. Ne? Du, dann so. Komm mit. Okay. Spann mal auf die Maschine, mach mal kurz. Jo. Aber du siehst, jetzt haben wir genau an der Stelle, wo du gesagt hast, diese zusätzliche Manschette draufgesetzt aus Metall. Und wenn man in so einem Metallleisten das aufsetzt, wird das Teil mit heiß. Und durch diese Wärme können wir die Schale Stück für Stück bearbeiten. Wenn das nicht reicht, müssen wir fräsen. Auch das geht. Dann machen wir aber die Schale dünner. Das heißt, unser erster Weg ist der. Ja, genau. Das geht 1-2 Millimeter. Ja. Und wenn das nicht geht, müssen wir eben mit dem Fräsen anfangen. Okay? Okay. Ja, Bobby, danke. Jetzt habe ich alles beieinander. Neue Ski, neue Schuh. Jetzt kann es losgehen, glaube ich. Ich meine, ich habe alles. Freut mich, wenn das bei dir passt. Und freut mich, wenn du da richtig Spaß hast, coole Kurven in den Schnee zu zaubern. Was mir noch eingefallen ist, sag mal, hast du eine aktuelle Skiversicherung? Nee, die ist nicht aktuell. Aber kannst du mir da vielleicht auch noch helfen? Ha, klar, logisch. Also mein Tipp auf jeden Fall, mach das. Du hast so ein teures Equipment und du weißt, wie schnell man so eine Kante am Ski auch beleidigen kann. Und das ist ja alles mit abgedeckt. Und das können wir nachher, wenn du an der Kasse bist, gleich mit eingeben. Dann ist das Ding erledigt. Wir können das hier sofort abschließen. Machen wir. Super. Top. Fahr gute Kurven mit deinem tollen Ski dieses Danke. Jahr. Mach ich. Super. Für Marco haben wir das perfekte Setup gefunden. Und welcher Ski passt zu dir?